Hallo, heute gibt es mal wieder einen kleinen Film von unserem James Bond. Es ist nun fast ein Jahr vergangen, dass dieser kleine Hund bei uns eingezogen ist und er schafft es immer wieder, mich von besseren Tätigkeiten zu überzeugen, als die Terrasse zu fegen. Nämlich, er überredet mich dazu, mit ihm das Allerschönste zu machen, das große Merken. Das große Merken ist ein Endresultat von einer sehr gezielten und geregelten Schulung. Es ist ein Endresultat dessen, was wir im vergangenen Jahr miteinander gemacht haben. Das ist das Merken, was die Hunde schlau macht, was sie dazu befähigt, mit allen Sinnen in meinem Sinne zu arbeiten und was sie dazu bringt, selbstständig zu arbeiten. Bond ist ein Arbeitshund und das ist auch genau das, was er möchte. Er möchte sportlich aktiv sein und seine Sinne benutzen. Die Ausbildung, die er genossen hat im vergangenen Jahr, hat genau darauf aufgebaut, ihn körperlich stark zu machen und auch geistig extrem flexibel und fit zu halten. Im Merken muss er sich Dinge merken, die ich auslege. Und jedes Mal, wenn ich etwas hinlege, sage ich zu ihm: Merk es dir. Meistens soll er dabei sitzen bleiben. Manchmal klappt das schon ganz gut. Das werden wir noch ein bisschen üben. Er hält gut Spur. Er bleibt super nah bei mir. Und er merkt sich eben, wie gesagt, ganz, ganz viele verschiedene Gegenstände, die auf unterschiedliche Weise ausgelegt werden. Ja, und nun geht es los. Den ersten Gegenstand arbeite ich über einen Fokus, den holt er aus der Nähe und dann lasse ich ihn praktisch frei und sage, hol den anderen. Jetzt ist es an ihm nachzudenken, wo es hingeht, sich die Strecke zu erarbeiten, Hindernisse zu überwinden, ins Wasser zu springen, beizuschwimmen oder auch zu suchen. Die Hunde müssen dabei um Ecken denken und sie müssen eine hohe Laufleistung absolvieren. Es ist natürlich eine sportliche Geschichte, aber es ist auch Gymnastik für den Geist und den Körper. Der Aufbau dieses großen Merkens funktioniert im ganz Kleinen. Sie werden vernünftig geschult im Apportieren, das Nehmen, das Holen, das Ausgeben, das Transportieren unterschiedlichster Gegenstände. Dann lernen Sie den Wasserapport, dann lernen Sie frei am Fahrrad die Spur zu halten und dann lernen Sie zu fokussieren und sich jederzeit stoppen zu lassen oder eben auch abrufen zu lassen, falls man Sie mal umlenken muss und Sie auf Abwege gekommen sind. Es ist etwas, was die Zusammenarbeit zwischen dem Hund und mir extrem fördert, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite fördert es vor allen Dingen Lebensglück und Lebensfreude. Und man sieht es, wie begeistert dieser Hund arbeitet und wie begeistert er mit mir in einem Team zusammenhält. Wenn Hunde lachen, das macht Glück im Herzen. Und dieses Glück kann ich mir jeden Tag selber erarbeiten, dadurch, dass ich mit ihm diese Übung mache. Es ist eine Freude, ihm bei der Arbeit zuzusehen. Es ist eine Freude, diesen Hund jeden Tag an meiner Seite zu haben. Er ist großherzig, er ist liebenswert, er ist sehr, sehr, sehr friedlich und wahnsinnig intelligent. Er ist noch ein bisschen wild manchmal und manchmal muss ich ihm auch noch ein bisschen helfen, ein bisschen mehr Geduld zu haben. Aber er hilft mir ebenso dabei, Geduld zu haben mit seinem Heranwachsen und seinem Großwerden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, uns bei unserer täglichen Arbeit zuzuschauen. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit Bond und vielleicht habt ihr Lust, das mit euren Hunden nachzuarbeiten. Vielen Dank.